Eine neue Macht. Niemand kann uns trotzen. Weiter so! So, was denn mal Micromatch mit dem Walker 3? In den Schiff! Es Bolzenhagel, ihre Armbrüste! Lasst es Bolzenhagel! Feuer! Lasst es Bolzenhagel! Der Feind! Sklaven meines Willens! Aus den Gruben. Niemand kann uns trotzen! So, da haben wir jetzt aber auch die Huruks. Niemand kann uns trotzen! Wir greifen an! Lebe die weiße Hand! Aha, du stirbst jetzt. Vorwärts! Lebe die weiße Hand! Sklaven meines Willens! Macht eure Waffen bereit! Unsere Zeit ist gekommen! Macht euch kampfbereit! Kommt zu mir, meine Diener! Jo, wir versammeln uns jetzt mal und gehen dann mal in Richtung. Schnell! Es lebe die weiße Hand! Oh Gott, da sind noch so viele Ents. Es lebe Beeilt die weiße euch. Hand! Hier entlang! Ruhe, der Sieg, der Sieg ist nah! Uruk! Aufpassen, du! Und wir passt doch! Wir haben viel zu tun! Maul halten! Macht euch kampfbereit! Bolzen einlegen! Bleibt zusammen! Seht ihr was? Macht euch kampfbereit! Der Sieg ist nah! Sie werden fallen! Ruhe! Es lebe die Wir haben viel Hand. Zu tun! Beeilt euch! Macht euch kampfbereit! Lass mich den Kommt hier schnecken! Lang lebe die Industrialisierung! Es lebe die weiße Hand! Was ist das? Bewegung! Nicht trödeln! Vorsicht! Was ist das? Fertig! Macht eure Bolzen auf! Der Feind greift uns an! Weiter so! Bleibt zusammen! Ruhe jetzt! Ja! Feuer frei! Es lebe die weiße Hand! Wir sammeln! Nicht trödeln! Sklaven meines Willens! Erschießt sie! Der Bolzen! Schnell! Los! Bolzen, los! Ich glaube, dass der gegenseitig hat auch hier. Was ist das? Los! Eine neue Macht erhebt sich. Auf sie! Unsere Zeit ist gekommen. Diesengang wird siegen. Dann können wir jetzt das Endting vernichten. Wir haben viel zu tun. Lasst es Bolzenhagel auf! Das Endting. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Film hat das nicht gesehen. Vorwärts! Zerschmettert sie! Uruf! Reißt es nieder! Wir haben viel zu tun. Lass keinen am Leben. Hier entlang. Auf sie. Wir haben nur diese großen Steine da. Jetzt kommt gleich die erste Mission mit Lux. Und...
Einmal mehr triumphieren Saurons Krieger. Sehr schön. Ich glaube, die Urukai sind, glaube ich, eine Mischung aus Orks und Menschen. Weiß das einer? Tschüss, Baumbart. Ja, das ist halt schon die erste Unterscheidung zum Film. Baumbart ist vernichtet. Und damit ist ein wertvoller Verbündeter weg für die helle Seite der Macht. Hätte ich jetzt was gesagt. Sehr schön. Die Armee Isengards steht bereit mit Schwert und Speer. Die Vernichtung Rohans hat begonnen. So, dann kümmern wir uns jetzt um die Pforte. Nein, die Pforte will ich nicht. Nein, nein, nein. Kann ich abbrechen? Ach Gott. Oder? Nur die Pforte von Rohan trennt die Armee in Isengards noch von der Festung Helmsklamm. Gut. Dann können wir nachher gemütlich nach Helmsklamm marschieren. Das wird eigentlich relativ schnell zu erledigen. Der Schatten senkt sich über Rohan. Die Ära der Menschen ist vorbei. Maul halten! Macht eure Waffen bereit! Kommt zu mir, meine Diener! Im Film gibt es ja auch noch einen Unterschied zum Buch. Den allgemeinen Abweichungen, die so eine Verfilmung immer mit sich bringt. Eine neue Macht erhebt im sich. Im Buch gibt es ja hinterher noch Saruman, den Buch, hier entlang. Dem er eigentlich gestorben ist, taucht er am Ende des dritten Buches nochmal auf. Kommt zu mir, meine Diener! Unruhe hier entlang! Und wir haben den Feind gefunden! Hallo! Narr! Ihr Ende ist nah! Der Feind! Der Ja, super, das hat ja rein gar nichts gemacht. Du bist schwach! Folgt mir! Uruk! Wir sind im Schwert. Macht euch kampfbereit! Vorwärts! Da ist die Lage! Der Sieg ist nah! Erstmal müssen wir in Infrastruktur investieren. Isengard wird siegen. Sie werden fallen. Bleib zusammen! Gehen wir! Wir haben den Feind schnell gefunden! Werft sie nieder! Und jetzt Bams! Wo ist der Ring? Der Feind! Der Sie werden fallen! Du bist schwach! Jetzt kloppt dein Zauber raus! Oh Gott. Hilf mir, ihr Narren! Die Uruks fallen aber ganz schön heftig. Ja. Fühle meine Macht! Du wagst. Wo kommt die ganze Reiter her? Fühle meine Macht! Kämpft für mich! Das soll euer Schaden nicht sein! Vergießt ihr Blut! Fühle meine Macht! Das ging ja mal vollkommen in die Hose. Oh nein! Saruman ist gefallen! Das ist jetzt aber mehr als ärgerlich. Das ging ja mal voll in die Hose. Wir ziehen uns zurück. Riecht ihr was? Diese verdammten Reiter. Weiter so! Noch mehr Uruks kommen aus dem Lager. Kann ich die Mission nochmal neu starten? Nur die Pforte von Rohan trennt die Armee in Isengards noch von der Festung Helmsklamm. Scheiß Reiter. Der Schatten senkt sich über Rohan.
Die Ära der Menschen ist der Sieg vorbei. Ist nah. Schnell! So, dann fangen wir mal an, hier direkt aufzubauen. Unsere Zeit ist gekommen. Dann suchen wir mal noch ein paar andere Stützpunkte hier. Weiter! Vorrücken! Beeilt euch! Da haben wir nochmal was. Gehen wir! Vorposten, was kostet der? In dieser Grube züchten wir Uruk! So, wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, Industrialisierung, das nehme ich jetzt mal, das ist besser. Dann können wir die zwei nämlich um 100% produzieren, die dann mehr. Aufpassen, du! Uruk! Wir haben viel zu tun. Was sollen wir tun? Wo ist der Feind? Ah, wir haben viel zu tun. Oh Gott, da ist hierher! Du wirst für deinen Verrat bezahlen! Der Feind ist in unserem Lager! Macht sie fertig! Eine neue Macht erhebt sich! Vorwärts! Werft sie nieder! Hallo, ich krieg langsam Hunger! Sklaven meines Willens! Sie greifen uns an! Yes. Schluss mit dem Gequatsche! Hilfe! Los! Geht ihr von der Schatztruhe weg? Weiter so! Hier sammeln! Fertig! Isengard wird Feuer fliegen. Frei! Bolzen los! Armbrüste! Lasst keinen am Leben! Kommt ihr Schnecken! Schieß! Los! So. Dann rüsten wir uns jetzt mal richtig auf hier. Aufpassen, du! Nicht trödeln! So, dann bau die Zitadelle mal auf. So, die Zitadelle, ne? Ja. Ruhe! Da! Sie sind da drüben! Hier sammeln! Was haben wir denn so als Zusatzziele? Zerstöre die Flüchtlingsverlagerung für Sägewerke. Aufpassen, du! Macht sie fertig! Hier sammeln! Schluss mit dem Gequatsche! Schluss mit dem Gequatsche! Ah, hier war eine neue Siedlung. Ruhe jetzt! Und unten haben wir eine Siedlung. Jetzt müssen wir erstmal investieren. Damit die ganzen Infrastrukturen erstmal aufgebaut werden. Das Schöne bei Mordor ist, dass die Orks so eine schwach neue sind, Macht dass er die in der Tat kostenlos kriegt. Aber das werden wir später noch sehen. Haben wir hier hinten noch was Interessantes? Schluss mit dem Gequatsche! Leider geht das hier auch nicht so blitzkriegmäßig, klappt das hier nicht so wirklich. Vorsicht, Höhlentalle! Bewegung! Wir haben viel zu tun. Vorwärts! Beeilt euch! Wo ist der Ring? Da! Sie sind da drüben! Ach Gott, das ist so einfach. Lasst es vollziehen! Niemand kann uns trotzen! Vorrücken! Wo ist der Ring? Kommt zu mir, meine Diener! Nein, weg! Feuer!